Hallo, herzlich willkommen hier zurück beim regionalen Gaming-Verband. Wir fangen an mit einem neuen Minecraft-Projekt oder mit unserem ersten Minecraft-Projekt. Ja, wie man schon sieht, wir sind in Teams aufgeteilt. Ich bin hier mit dem lieben Gaming Heart, mit dem Luca, mit dem ich auch Unreal spiele. Hier drüben haben wir einmal den Lukas. Darf ich jetzt so Servus, sagen? servus. Hier drüben haben wir dann einmal den Texon. Danke dir, Digga. Einmal den David. Hallo. Hallo. Und den Raul und Hallo. einmal Ja, den Raul mit seinem Teamkollegen, der gerade nicht da ist, aber der kommt dann auch noch dazu. Aus jeder Gruppe wird einer aufnehmen oder zwei, kommt drauf an, wie ihr das machen wollt. Was ist das Ziel von unserem Minecraft-Projekt? Also wir sind jetzt hier auf unserer Spawn-Insel. Es wird jetzt auch noch eine Handelsinsel bald geben. Jeder hat sich ein Gebiet ausgesucht, da können wir uns gleich hintippen über diese Druckplatte hier. Und ja, wir haben das Sky Mod Pack drauf und werden jetzt einfach so, ja, schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und würde ich eigentlich sagen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann fangen wir das auch einfach dann gleich an. Ja, auf geht's jetzt, Jungs. Also, Jungs, wir drei, Abfahrt, Abfahrt, auf. Abfahrt. Auf geht's. Ciao, Jungs, gell? So. Jungs. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was war das jetzt? Ach du Scheiße. André ist unnötig, so wie immer. Was? Nix. Was haben wir zuerst gebaut? Haben wir eine Bude bauen? Also, keine Ahnung, also wir haben ja das Privileg, dass wir direkt Häuser haben. Das stimmt. Ich habe jetzt keine Bude gebaut. Ich glaube, das ist ziemlich interessant, wir jetzt anfangen, wenn wir mit Tinkers Construct gehen. Dass wir Ja. ein paar Waffen haben. Ja. Dann, ich weiß nicht, wie viele Häuser hier stehen, wie viele. Also. Zwei, glaube ich. Ja, okay. Dann ist. Also Fuck. mit dem Gartenhaus, keine Ahnung, was Okay, dann ist ja eigentlich. Also, einer, wenn wir jetzt machen, jeder kann sich ein Haus nehmen. Oder wir gehen alle in eins. Oder jemand baut sich das Botaniker-Ding hier um. ich glaube, ich kann Botaniker ziemlich feiern, aber oben drauf eine Bude zu bauen, würde ich glaube ich ziemlich feiern. Ja, okay, dann gehe ich mal hier rein. Ich weiß nicht, sollen wir das Projekt hier mal näher erklären, weil ich weiß nicht, ob Ja, man das jetzt so so. verstanden hat. Das war jetzt andere schon ziemlich, ja gut, Lobo will ich jetzt nicht sagen, aber das ist ziemlich low am Anfang. Das ist echt ziemlich low am Anfang. Das Geile ist ja, ich habe jetzt schon 13 Minuten Aufnahme. Also ich habe das alles vom Anfang drauf. Jetzt gerade noch mal 20 Minuten drauf. Ich meine, ich weiß nicht, was André da macht. Der steht jetzt schon irgendwie seit Start da drüben rum und macht nichts. Hey, klasse, danke. Ich werde dir fragen, was wir los, was wir los, oder? Also, nochmal ganz kurz in besserer Qualität. Wir sind jetzt drei Teams. Nee, wie viele Teams sind drei Teams, oder? Drei Teams, ja. Ja, also wir sind drei Teams und haben jeder einen anderen Spawn. Wir sind das Team Rotzlöffel. Und es geht halt einfach darum, dass wir uns einfach hier in dem Sky Modpack einfach ein schönes Leben bauen. Und wir haben ja ziemlich viele Mods, die uns das Leben erleichtern. Sollen. Ja, so, sollen. Sollen. Ja, so. Ja, ist der Timber Mod drauf? Ich gehe mal nachgucken. Nee. Okay. Ich weiß nicht, ich gehe mal die Gegend ein bisschen anschauen, ob es Ja. irgendwo Höhlen gibt. Es ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich, dass wir zu dritt sind, die anderen sind halt nur Zweierteams und wir Ja. sind quasi auch nur ein Zweierteam, weil André sagt nichts, aber ist im Botanikerhaus. Und baut ab. Ja, aber wie gesagt, ich werde jetzt das Botanikerhaus umbauen. Das ist ziemlich ein Rätsel, was André versucht zu machen. Ich sag jetzt, was versucht ihr denn zu machen? Baut Gras ab. Okay, dann will er wahrscheinlich mal Botaniker irgendwas abbauen. Weiß nicht, wieso André gerade so aufnahmescheu ist. Was ich glaube, ich eine Idee wäre, ist, wenn wir jetzt mal versuchen, auf Iron oder so zu rushen. Ja, das Gute ist auch, hier sind ziemlich viele Höhlen.
7 Schlucht und 3 Höhlen oder so. Und also wie gesagt, ich glaube, am Anfang war ich ein bisschen Ausrüstung perfekt. Ja. Weil, wie gesagt, ich glaube, der einzige ganze Problem hat, dass irgendwas mit der Hand abbaut. Ich meine, was schön ist, wir haben halt hier so schön viel Mods drauf. Das stimmt, ja. Warte, wo sieht man das denn? Ja, 74, ja. Ja, über 74 Mods. Also, hier haben wir gut was zu tun. Ich kann es ja vielleicht in der Aufnahme zeigen. Ja, klar, wir haben jetzt 162 Seiten. Ich habe schon vorhin geguckt, wir haben hier DecoCraft, wir haben Chisel. Ex Nilo. Ganz viel Chisel. Dann haben wir hier den Aether Mod. Twilight Forest. Thermal Expansion. Thaumcraft. Warte, was noch? Tinker's Construct. Dann. Wie gesagt, ich glaube, anfangs, glaube ich, am schlauesten, wenn wir Tinker's Construct mal anfangen, dass wir zumindest mal ein bisschen Equipment reinkriegen. Dann haben wir Mine Factory. Forge Microblocks. Compressed Cheap. Okay, wow. Ist Discord schauen. Jawohl. Ich lasse dann aufnehmen, den anzuschreiben, jawohl. Okay. Ich werde mal am Handy schauen, dass man das in der Aufnahme nicht unterbricht. Aber ich werde mal ein bisschen produktiver sein als André und werde erstmal mir ein bisschen Sachen bauen. Ich will sagen, das ist nicht schwer. Okay. André hat mal geschrieben, eben ist gerade jemand reingekommen, er kommt in 5 bis 10 Minuten. Ach ja, danke. Wie gesagt, bist du dafür recht, wir sind ein Zweierteam. Ja, also, no front, aber ich hoffe mal, dass sich das Ganze in den nächsten Folgen ändert. Aber das sehen wir ja noch. Ich weiß nicht, was hat er am Anfang der Aufnahme gesagt? Er ist produktiv, sobald er auf den Server kommt. War das nicht so? Oh. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen meinen. Moment, im Chat wird geschrieben, wenn die Aufnahme vorbei ist, oder? Ja, du wirst noch nicht kennen. Nach 15 Minuten. Okay. Ja gut, dass André 5 bis 10 Minuten weg ist. Ja gut, hilft mir nichts. Aber wie gesagt, wir werden jetzt genau heute im Start des Projekts erstmal 2 Folgen aufnehmen. Ihr könnt euch schon überraschen lassen im Dezember. Da wird's. Stimmt. Ja, ich würde sagen, da wird ein bisschen was kommen. Und die Folgen kommen jeden Sonntag. Jetzt im November jeden Sonntag und im Dezember schauen wir mal. Dezember schauen wir mal, wann alles kommt. Okay, nice. Jawohl! Jawohl! Okay. So, nur so nebenbei. Sorry, es kann auch sein, dass ich jetzt kurz nochmal weg bin. Meine Mama war nur kurz herin und hat gerade mein Zimmer ausgewaschen. Sauer. Und zusammengesaugt. Sauer. Okay, ja, natürlich ist Raul direkt am Anfang bei uns. Okay. Oh, okay. Und erstmal runtergefallen, jawohl. Ich werde erstmal auf produktiv Kohle farmen. Ich habe mich gedacht, ist Raul eigentlich dann praktisch der Moderator? Ich schätze. Weil eigentlich wollte ich eigentlich ist ja ein Team hier mit seinem Kollegen. Stimmt, ja. Also ich baue gerade Holz ab und werde dann mein Haus bauen. Wait, ach so. André, ja. Pastenhaus. Welches? Ich habe das gerade gesagt, Pastenhaus. Was? Ja, ich habe nicht zugehört. Was macht denn Raul hier? Ja, der Raul wird bei jedem vorbeischauen. Ja, finde ich aber ziemlich unproduktiv, weil... Okay. Weil er eigentlich sein eigenes Team hat, aber okay, dann halt nicht. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, damit kannst du mal André sein Haus zeigen, bevor er sich jetzt eins baut.
Hier sind drei Häuser. Okay, ich werde mal ganz kurz die Häuser beschriften, bevor irgendwas... Ja. Ich werde mir die Häuser beschriften. Oh. Ich weiß, wer das eigentlich betrug. Wer bei uns da war. Oh, ups, Weil er weiß ja, was wir machen wollen jetzt. Das stimmt, ich weiß, er hat auch keinen Grund gegeben, wieso er hier ist. Ja. Welches ist meins? Ich hab's beschriftet. Okay. Wie gesagt, ich bin dann nebenbei aufschauen, was vielleicht ist. Ich nehme bei die, wie heißt die? Essen daran kriege, weil es ja glaube ich ziemlich gut ist, wenn ich nebenbei Ding hab, wie heißt Topaniger Haus. Ja. Ist schon mal gut, dass wir hier eine Schmelze haben. Aber die haben halt keine optimale Schmelze. Oder? Servus. Hallo. Ich muss etwas fragen, bist du jetzt eigentlich wie heißt Moderator oder spielst du mit? Ich spiel mit, ich bin nur rumgelaufen, weil. Alter, ich. Was soll ich alleine machen? Also ich habe jetzt hier ein bisschen erstmal gebaut so halt und halt. Ja, was heißt, ich hab halt Betten gemacht, hab halt ein bisschen Essen gesammelt, so mehr kann ich ja nicht machen. Also jetzt so wirklich großartig alleine ist halt. Ich weiß nicht, können für uns mal wer ein paar Steine oder was farmen? Ja, gleich. Weil ich bin gerade im Holz farmen, deswegen. Aber seid ihr eigentlich zu viert? Wir sind zu dritt, aber okay. Achso, und wem soll ich da jetzt helfen? Also, ich... Keine Ahnung, darf ich. Vielleicht braucht ihr Hilfe. Was, bei dem was du Anfangschat oder was? Ich geh in diese Wenden, darf ich. Ja, na, die haben ja Zinner zu zweit. Ja, wir sind zu dritt. Hä, na, und der eine, der jetzt alleine ist? Ach, das jetzt bist du. Wow. Super, Jungs. Super Leistung heute. Ihr könnt aber probieren, jetzt erstmal auf Betten zu rushen, dass wir schon mal safe Spawnpoints droppen. Also wir wollen gar nicht welche vorbeibringen, weil wir sind so viel Schafe, also das ist echt. Wir können handeln. Stimmt, mit was denn? Ich hätte einen Smaragd. Gepinkt gehabt, keine Ahnung, wo der herkommt. Ja, also ich kann jetzt mal mit nichts anfangen, aber ein Kumpel bestimmt, also. Gegen, sagen wir mal, 9 Wolle. Nein, Wolle. Die Farbe ist ja egal, ne? Farbe ist egal, ja. Okay, dann geh ich kurz die Schafe holen und dann komme ich zu euch. Gar kein Problem. Ich weiß noch nicht, ob man mit dem was anfangen kann, aber es ist mir egal. Ich brauche den ja eh nicht. Also, dafür ist eher Kumpel zuständig, deswegen. Wait, bin ich gerade am Cheaten? Was? Also, ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme sieht. Also klar sieht man es, aber immer, ich habe gerade Kohle abgebaut und immer, wenn ich in einem Inventarslot restlich drücke, dann kommt ein neuer Stack Kohle. Und jetzt habe ich schon irgendwie 12 Stacks. Das ist nicht gut. Also, ich meine, kann es sein, dass ich so viel abgebaut habe, ich glaube nicht. Nee, eigentlich. Ich meine, ich kenne die auch jetzt, ich werfe die mal weg. Da bin ich bei euch. So, ja. Seid ihr gerade. Alles macht. Naja, wirklich ein Plan, was ihr machen wollt. Lukas Haus, David Haus, dann wird es wahrscheinlich. Nicht Lukas, genau. Nein. 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 Ich öffne mal. Also, nur zur Info. Mal der Server, der synchronisiert recht langsam. Hä, hey, ich... Ja, ja. Hallo, wo ist jetzt der... Achso, hier unten bist du. Rennst du von mir weg? Ich wollte dir Wolle geben und du rennst weg? Hey, nein. Niemals. Nein, warte hier, ja, wollen wir das einfach draußen machen, also ja, nicht gerade auf dem Feld. Ja, aber immer auf dem Feld, immer. Ja, abgezogen, nicht Spaß. Okay. Oh, Karotten. Botania, oh Gott, Botania. Das nehme ich mal mit. Ich glaube, ich muss mal gleich rejoinen, weil immer wenn ich
Ist scheißegal, was ich mache. Immer wenn ich Rätsel drück, bekomme ich einen Stack Kohle. Oh, lol. Er macht wieder weg? Ja, ich mache ihn ja weg, aber... Oh, fuck. Nee, ich meine es bloß, wenn du... Wenn du in der Hand nimmst, ist er dann wieder weg oder bleibt er? Nee, ich kann ihn benutzen. Wo holst du ihn her? Wie machst du das? Also... Wie funktioniert das? Was? Er drückt einfach Rechtsklick. Im Inventar. Im Inventar, wo Rechtsklick? Also, nee, ja, also in der Hotbar. Oder in der Hotbar Rechtsklick, ja. Also, wenn du das hast, einfach Rechtsklick, dann hast du... So. Ich glaube, ich weiß, woanders liegen könnte. Und zwar? Jetzt geht's immer noch? Jetzt bekomme ich 5 Kohle immer. Hä? Ja, gut, 5 Kohle weniger. Jetzt vielleicht? Ich bekomme immer noch 5. Ja, keine Ahnung, wann das ist. Hä? Komm. Jetzt ist es weg. Ey, ich habe halt jetzt schon eine nette Warze. What the fuck? Hä, wie? Von der Farm unten, da ist eine Netherwarze drin. Oh, lol. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal echt überlegen, was wir jetzt machen. Also, ja. Warte, gibt's... Nee, okay. Ja, also... Einfach mal, Energie ist ja nicht so schwer, aber... Das dann ich weiß, ich zu benutzen... Ich glaube, für Kupfer bräuchten könnte wir Immersive Engineering. Ich glaube, dafür brauchen wir echt Kupfer. Ja, aber Kupfer und Kappa ist nicht das gleiche. Achso, Kappa. Oh. Ja, aber Kappa brauchen wir trotzdem. Kappa ist für Immersive Engineering. Ja, genau. Aber kann man, ja, aber das Kappa kann man auch für als Kupfer benutzen. Okay, das ist schon. Nee, ich meine bloß, wir müssen überlegen, uns einen Generator zu bauen. Rein ja. Theoretisch. Ja. Dann hätten wir halt schon mal einen Vorteil, weil hätten wir halt auch Pumpen. Ich hab einfach noch Pumpen. Wir hätten dann Redstone Furnace. Den Redstone Ofen, dann Pulverizer. Generell viele Maschinen. Ich hab das vielleicht ziemlich schlau, wenn wir auf Maschinen gehen. Ja, ja. Okay, ein Machine Frame ist halt nicht so leicht. Anscheinend. Da brauchst du einen Assembly Table. Und der Assembly Table braucht auch Energie. Aber wo wir die jetzt hernehmen. Ich glaube, das mit Energie dann von Ding nehmen. Von. Wie heißt. Vom Generator. Ja, stimmt. Aber das Problem ist halt, wenn wir sagen, wir bauen einen Generator, Frage ist halt, ob das Thermal Expansion halt wirklich annimmt. Ja. Wenn wir so eine Lithium-Energiezelle bauen, kann halt 400k Strom aufnehmen. Und 400k sind, glaube ich, auch schon mal geil. Also generell mal anfangen, brauche ich wie ein Equase Accumulator. Ich sag alles, wir können halt mit Immersive können wir halt locker anfangen, weil das Wasser raus. Also Windmühle. Können wir anfangen zumindest. Jungs, ich habe jetzt schon ein bisschen mehr als 2 Stacks Cobblestone. Und fast den ganzen Stack Kohle. Gut. Bisschen Kupfer und so. Ach du Scheiße, Assembly Table brauchst du Dias, ja. Obsidian. Oh, das wird absolut heavy, was wir machen. Was wir machen wollen. Aber gibt's keine andere Möglichkeit, den scheiß Machine Frame zu bauen? Soll ich jetzt mal zum Spawn gehen? Ja, okay. Ja. Besser überlegen, was wir tun. Hallo. Kurze Frage. Ja. Soll ich jetzt schon so, nochmal mein Zeug holen gehen? Ja. Mega.
Hallo, oh, sorry, erst später. Jo, hallo! Ist wie erstes Discord, ne? Gewesen heute. Ja. Dann würde ich sagen, geht's nächste Woche Sonntag weiter bei uns allen. Also wir werden immer am Sonntag kommt dann von uns allen, von jeder Gruppe ein Video gleichzeitig am gleichen Tag zur selben Uhrzeit, würde ich sogar sagen, online. Dann würde ich sagen, sehen wir uns doch ganz einfach. Nächste Woche, Sonntag, zu einer neuen Folge von. Genau, dann sehen wir uns einfach nächste Woche Sonntag wieder bei Minecraft Decay und würde ich sagen, ciao Leute. Ciao. Ciao. Alter, reicht es jetzt aber auch? Hallo! Alter, kann es sein, dass André die Funktion nicht hier kennt mit dem V? Ich hab's dir gerade gesagt. Mit dem V. Hallo, ich bin da. Alter, André, geh jetzt einfach rüber. Ich schwöre, jetzt habe ich jetzt schon zwei Minuten Aufnahmezeit, nur weil du nicht zu deinem Team gehst. Außer Raul. Okay. Hier, mein okay. Alter. Du bist der Hallo, ihr pusht den Tag. Ja, dann drück jetzt einfach nicht V, dann fangen wir jetzt einfach gleich an. Ich sag 3, 2, 1, go. Okay.